Hallo und willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir, wie immer, Frank Buschi Buschmann. Und der Unparteiische heute heißt Rodolfo Costinha. Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Jetzt müsste er flanken. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Die Möglichkeit. Torwart wird gleich abstoßen. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Die Chance! Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, nur Abstoß. Dieser Angriff ist erstmal gestoppt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Er attackiert. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten.
Jetzt sagt der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ballbesitz. Ja, er grätscht da rein. Das könnte eine Torchance geben. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Da könnte was draus werden. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Flanke findet keinen Mitspieler. Und die Abwehr aufmerksam. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Schöne Flanke. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Er versucht's mit einer Grätsche. Flanke fliegt in den 16er. Kann er diese Flanke verarbeiten? Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Ja, da kommt was auf uns zu. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Tja, das sehen die Fans hier nicht so gerne. Geht er rein? So, jetzt heißt es, sich nicht beeindrucken lassen, weiter nachsetzen. Auch wenn das eigentlich die Führung hätte sein müssen. Alle ausgespielt, bis auf den Torhüter. Der ist zur Stelle. Es gibt die gelbe Karte. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Ah, da entwickelt sich. Er gibt den Freistoß. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Immer weiter nach vorne in diesem Fall. Die Situation wurde geklärt.
Pass, das könnte gefährlich werden. Guck mal hin. Den hat er gut abgeblockt. Und schon wieder Eckball. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Schlechte Ballannahme und das rächt sich prompt. Der Ball ist frei. Die Situation wurde geklärt. Abseitsentscheidung korrekt. Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Guck mal hin! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Der hat seine ganze Energie in die ersten Sekunden gelegt und drin war das Ding. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten, dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Chance. Ja, ja, so geht's auch. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Jetzt müsste er flanken. Jetzt sieht er ab. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Kann er sich den Ball holen? Das sollte eine brutale Grätsche werden, aber er springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt. So, jetzt haben wir erstmal Halbzeitpause. Führung für die einen, aber ein bisschen glücklich war schon. Ja, das ist absolut Kopf an Kopf hier bisher, Manni. Absolut ausgeglichen und von daher, da ist noch lange keine Entscheidung gefallen. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit.
da kommt was auf uns zu. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Schöne Flanke. Gehalten zunächst. Jetzt ist er. Und? Ja, sie lagen hinten. Aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich. Weil es so schön war, hier die Wiederholung. Gerade noch mit einer klasse Parade der Hill und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert. Das Ganze jetzt noch mal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Gute Flanke. Die Hereingabe war gar nichts. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Entscheidet der Schiedsrichter. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Boah, da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Schön. Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gefährliche Flanke. Abgefälschter Ball und im Aus. Sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, lieber kein Risiko eingehen, kein unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Das muss es sein! Abwehr ohne Probleme. Abstoß jetzt. Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt ins Tor. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Souverän geklärt. Das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können.
Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Gefährliche Flanke. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Auf uns zu. Flanke fliegt in den 16er. Sicher weggefaustet. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Oh! Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache. Abstoß. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Er gewinnt den Zweikampf. Peter attackiert. Andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die beiden Teams haben sich nicht allzu viel geschenkt bislang. Und da dürften die letzten Minuten noch mal so richtig spannend werden. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt!
ist die Führung, aber die Führung, sie ist hauchdünn. Sie wird ständig in Gefahr geraten. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Ballannahme mangelhaft, Ballverlust die logische Folge. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Überraschende, schnelle Pässe. Die Flanke kommt super gut. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Klares Foul. Er grätscht ihn so richtig ab. Ruppig, blutig. Keine andere Option für den Referee. Was will der Trainer uns damit sagen? Warum denn jetzt ein neuer Verteidiger? Ich begreife es nicht, was dahinter steht. Also, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Warum jetzt einen Defensiven? Und die Regeln werden natürlich auch verletzt. Hier ist die Foulstatistik. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ja, der Trainer nimmt ihn raus. Der Spieler ist bereits mit der gelben Karte vorbelastet. Und in dieser Phase können sie es sich nicht leisten, in Unterzahl zu geraten. Deshalb jetzt die Auswechslung. So. Darf man es dem Gegner nicht machen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Und stören ihn. Wer kann sich jetzt durchsetzen? Das war knapp. Das Endergebnis 2:1.